Ich rufe dich an. Nein, nein, nein. Ihre Nummer, sie hat sie eingetippt und es ist sie weg. Wie heißt denn die Angebetete? Ja, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Jedes Jahr an meinem Geburtstag treffen mein Papa und ich uns im Hotel Sacher und essen um Punkt 15 Uhr eine Sachertorte. Das ist es! Ich warte jeden Tag im Sacher, bis sie zu ihrem Geburtstag dort auftaucht. Was, sie schon wieder? Du gehst wirklich jeden Tag ins Sacher? Ja. Dann sollten Sie mal den Apfelstrudel probieren. Ist sie das? Ich bin nicht die Angebetete. Wir haben von dem Drehbuchautor Robin Getrost das Drehbuch zugeschickt bekommen, was er on spec geschrieben hat. Das heißt, er hatte eine Geschichte im Kopf, die hat er lange mit sich rumgetragen und dann einfach aufgeschrieben. Und als wir das zum allerersten Mal gelesen haben, waren wir absolut verzaubert, weil ich das Gefühl habe, dass es viel zu selten relativ klassische, aber sehr, sehr wunderschöne Liebesgeschichten gibt. Und als wir das Drehbuch zum ersten Mal gelesen haben, war es für uns keine Frage, dass wir es umsetzen, sondern nur wann und wie. Das hat uns von Anfang an überzeugt. Wir wussten immer, wenn wir das Sacher anfragen oder die Geschäftsführung des Sachers, dann muss eigentlich das Paket schon stimmen. Das heißt, wir müssen ein tolles Drehbuch haben, wir müssen eine tolle Regie haben. Und sie haben natürlich immer auch nach den Darstellerinnen gefragt, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Dann sind wir dorthin gegangen und dann war eine ganz klare Ansage von der Geschäftsführung, die gesagt haben, wir stehen für unserem Haus für Exzellenz. Und wenn das Drehbuch nicht exzellent ist, dann kann man das hier auch nicht drehen. Wir waren aber überzeugt davon, dass das Drehbuch exzellent ist. Deshalb ging es dann auch und die Zusammenarbeit war total kooperativ, muss ich sagen. Also sie haben das verstanden, was wir machen wollen. Und da hat man gemerkt, dass so ein Haus sich unfassbar viel aufgrund von Corona oder auch so sich auf Gäste und Wünsche immer flexibel einstellen muss. Und möchte und das haben sie auch gemacht. Und obwohl so ein Filmteam ja unfassbar anstrengend sein kann und wir das wahrscheinlich auch waren, muss ich sagen, dass wir absolut viele Freiheiten und uns ganz viel ermöglicht worden ist. Weil hätten wir nicht im Original drehen können, wäre die Alternative gewesen, dass wir hätten ein Studio bauen müssen. Dieses Flair, was wir in dem Originalhotel und im Café vorgefunden haben und dadurch auch noch Szenen kreativ entstanden haben, das wäre im Studio nie möglich gewesen. Und deshalb muss ich sagen, war das eine total schöne Zusammenarbeit mit dem Sacher und wir haben ganz viel Original-Sacher-Torte gegessen. Insofern ist alles großartig. Wir hatten eine Besetzerin, Alexandra Kocknat, die eine ganz tolle Arbeit geleistet hat und sie hat mir Maeve vorgeschlagen. Per Telefon hat sie gesagt, guck dir doch mal Maeve mit Tag an. Und dann bin ich natürlich ins Internet gegangen und was ich ja immer mache, ist mir die About Me's angucken. Und dann habe ich mir als erstes das About Me angeguckt von Maeve und war sofort fasziniert davon, dass sie die wahr gewordene Vision war von der Frau, die ich dort in dem Film gesehen habe, aber wirklich 1:1. Es war ein bisschen fast erschreckend, ohne dass ich sie persönlich getroffen habe, ohne dass, es war einfach, sie ist es. Bis heute und immer noch bin ich davon überzeugt, dass sie die absolut richtige Besetzung für diesen Film ist. Und genau, und dann kam Max war in einer unserer letzten Castings, da muss ich sagen, war ich auch schon ein bisschen verzweifelt zu dem Zeitpunkt, weil ich dachte, ich finde nicht den Karl oder wir finden nicht den Karl, den wir uns vorgestellt haben. Und ich kannte Max aus einer anderen Produktion als Regieassistentin und da war er aber mir gar nicht so weiter aufgefallen. Es lag natürlich auch an der kleinen Rolle und dass er gerade auch frisch von der Schauspielschule kam und es war ein größeres Projekt, so dass er da so ein bisschen unterging quasi. Und dann hatte ich ihn mit Maeve und auf einmal spielen die diese Casting-Szene und also ich weiß noch wie, als wäre es jetzt oder gestern, dass ich nach hinten gucke zu meiner Besetzerin, Alexander, und einfach sie angeguckt habe nach dem Motto, spürst du das auch? Spürst du das? Siehst du, was da passiert? Das ist ja irre. Genau, und da war für mich klar, okay, die beiden sind's. Ich habe den mal in einem anderen Film gesehen und fand ihn ganz toll in dem
Film und dachte, ich möchte unbedingt mal, möchte auch mal ihn besetzen. Und vor allen Dingen eben nicht besetzen als jemand, der im Rollstuhl sitzt. Und ich glaube, das war uns total wichtig, sondern es spielt ja nie eine Rolle, ob er jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht. Und das sollte auch meines Erachtens viel öfter bei Filmen der Fall sein. Und dadurch haben wir uns gedacht, ich wollte ihn unbedingt mal besetzen. Es war die Rolle eines Bruders frei und das hat gepasst und es spielt keine Rolle und das fanden wir toll. Und Tines Idee dann noch mit der Freundin hat einen sehr, sehr natürlichen und tollen Umgang dadurch ermöglicht am Set. Ja. Genau, ich kann nur ganz kurz dazu sagen, ich habe dann auf jeden Fall mit ihm telefoniert und habe auch, weil da gibt es ja auch eine Freundin in dem Film und habe dann einfach direkt mit ihm gesprochen und habe gesagt, du sag mal, deine Frau hat die nicht Lust, einfach auf deine Freundin im Film zu spielen, weil es geht hier um eine Nähe, die kann nicht einfach irgendjemand wahrscheinlich schnell vermitteln, weil dann hat man Ressentiments im Sinne, darf ich mich jetzt auf den Rollstuhl setzen oder nicht? Und ich brauche ein Paar, wo ich die liebe und alles glaube. Und es hat super funktioniert, dass seine Frau, und dafür bin ich sehr dankbar, dass seine Frau da mitgespielt hat. Es war eine große Freude, alles in allem, weil ich in meiner Stadt drehen durfte, in der ich aufgewachsen bin. Und die Stadt auch nochmal neu kennenlernen durfte durch das Projekt und durch das Arbeiten dort. Ich hatte die Chance, mit Top-Schauspielern zu arbeiten, mit einer Top-Regisseurin, der ich sehr vertraut habe. Und habe ein wahnsinniges Glück gehabt, also das bei meinem ersten größeren Projekt zu haben. Sehr schön, lustig, sehr lustig. Also ich habe ihn eben dieses eine Mal, an dem einen Tag, wo wir dieses letzte Casting hatten, das erste Mal gesehen. Und ich fand es mit ihm einfach wahnsinnig lässig. Das ist mir so geblieben, dass ich mir dachte, das ist überhaupt kein Aufwand. Konnte ich aber noch gar nicht so irgendwie werten oder wissen, was das jetzt heißt. Aber ich dachte mir irgendwie, es war angenehm. Und dann waren wir noch wieder weg. Und dann habe ich einmal mit ihm gezoomt, bevor es begonnen hat. Und das war irgendwie total lustig, weil man sich noch nie gesehen hat und wusste jetzt, man fängt miteinander ein ganz langes Projekt an über die nächsten Monate. Also ich war natürlich auch sehr nervös, aber er hat mich sehr schnell sehr gelevelt auch und mich beruhigt. Und ich, wahrscheinlich ist es ihm unangenehm, wenn ich das sage, aber ich habe sehr viel von ihm gelernt auch. Also auch allein schon so Sachen wie, was macht man denn in seinen Pausen? Und man hat immer sein kleines Schachbrett dabei oder einfach konnte mir viel abschauen so. Und er hat mich das auch machen lassen und das fand ich sehr besonders großzügig. Was wirklich irre war in der ersten Drehwoche, am Ende der ersten Woche, den Schluss zu spielen, den ich jetzt nicht spoilern werde. Blöd, aber das war ein Irrsinn, weil es war nach diversen Lockdowns und es waren plötzlich 190 Komparsen auf diesem Eislauf-Vereinsfläche und diese Komparsen, es war auch wahnsinnig lustig, weil sie auch alle nicht wussten, wer wir sind quasi oder wer ich jetzt bin, die da in der Mitte steht von diesem Eislaufplatz und Kekse verkauft und es kamen lauter entrüstete Komparsen zu mir und waren so, haben sie einen Bunsch? Und ich habe halt gesagt, ich schau nach, aber wusste auch immer, die Kamera ist jetzt bald auf mir. Ich kann nicht einfach sagen, nein, wir haben keinen Punsch. Und drehe mich um und sehe, der Punsch ist abgesteckt und bin so, wir haben leider keinen Punsch. Aber immer gleich lächelnd, immer, ich bin eine gute Verkäuferin. Und die Frau so, ihr habt keinen Punsch. Und dann ist sie einfach weggefahren. Und also die ganze Zeit auch so diese Enttäuschungen zu erleben. Es war aber auch lustig. Es war auch der erste Nachtdreh meines Lebens, wo ich bis 5 in der Früh wach war. Das war herausfordernd. Also ich muss sagen, da habe ich einen riesen Respekt auf alle Fälle vor Tine, weil wir haben eine Woche geschoben, weil unser Hauptdarsteller zunächst Corona hatte. Dann wollten wir anfangen zu drehen, dann hatte der Kameramann Corona. Und wir wussten irgendwann, können nicht noch viel mehr schieben, weil alle Anschlusstermine hatten und nicht mehr zur Verfügung standen. Und dann weiß ich noch, wie Tine vor mir stand, wir drehen trotzdem. Ich so, ja, wie, wir drehen trotzdem. Ja, wir schaffen das. Und dann haben wir mit einem anderen Kameramann angefangen zu drehen. Der eigentliche Kameramann hat das Bild zu Hause auf dem Monitor gesehen und hat quasi von der Ferne immer seine Anweisungen und mit Tine kommuniziert, seine Anweisungen gegeben. Und es ging aber auch so weiter. Wir hatten unfassbar viele Ausfälle
im Team, die alle ganz stark gemeistert worden sind. Wir mussten von heute auf morgen Schauspieler umbesetzen, weil die mit Covid ankamen und dann natürlich nicht kamen. Und dann hatte Tina auch noch Corona. Und das war, ich meine, das kann vielleicht Maeve kurz nochmal beschreiben, weil jetzt hatte dann Tina von der Ferne Regie geführt. Das heißt, Tina hat das Bild nur noch gesehen und dann per Telefon mit den Schauspielern kommuniziert. Und ich meine, das sieht man natürlich jetzt alles nicht, dass diese Umstände waren, aber ich bin da total dankbar, mit welcher, also auch von allen SchauspielerInnen, die das großartig dann aufgefangen haben und dieses Vertrauen auch über Telefon an Tina hatten. Tina, die das immer getragen hat. Und ich sag mal so, es war nicht einfach, aber die Leidenschaft, die von allen dabei war, hat man bis zum Schluss gespürt, weil sonst hätte man das nicht machen können. Wenn dieses tiefe Vertrauen von jedem Einzelnen, von den Head of Departments, wie gesagt, bis hin zu den Darstellerinnen. Wenn das nicht da gewesen wäre, hätte man das nicht geschafft. Aber so haben wir es gemeistert. Und Maeve kann ja mal kurz beschreiben, wie das war, mit einer Regisseurin zu drehen, die nicht am Set war. Ich kam da auch, es war die letzte Drehwoche, die wir eigentlich hatten. Also war wirklich ganz blöd am Ende noch, ja, wo man sich dachte, okay, wir haben es. Ich habe auch die ganze Zeit so Stress gemacht, dass ich es irgendwie noch kriege oder so. Aber ich dachte mir, okay, der Corona-Test von heute passt und ich komme zu diesem Shooting und das heißt, die Tina hat es. Dann war aber auch gleich klar, also ich war dann so, was machen wir jetzt? Und habe einen Schock bekommen und dann kam wirklich gleich, wir machen es weiter, wie bis jetzt. Also warum der Stress plötzlich? Den haben wir uns ja bis jetzt nicht gemacht. Und dann hatten wir diverse Verbindungsschwierigkeiten und ich hatte dann irgendwann hat AirPods drinnen und hab mit der Tina telefoniert, habe nichts mehr verstanden auch. Und aber es war auch okay. Also ich habe schon gemerkt, also ein bisschen der Stresspegel ist ein bisschen hochgegangen manchmal, aber ich wusste trotzdem, es macht ja jeder möglich. Und ich glaube, wenn da alle so gut zusammenarbeiten, dann braucht man da auch keine Angst haben. Weil man immer wusste, es ist jemand mit dem Telefon da, es wird mir was gesagt. Genau, also dieses Corona hat uns schon irgendwie verfolgt, aber man muss wirklich sagen, es war auch immer, als wäre das Glück bei uns. Also als Max es hatte, war es für uns insofern Glück, dass wir eine Woche länger vorbereiten konnten und es war gut für zum Beispiel Szenenbild. Die Pia Jarosch war total dankbar dafür, dass sie die Wandfarbe nochmal ändern konnte im Café und wir das Café nach hinten schieben konnten zum Beispiel. Und als der Kameramann Corona hatte, war auch für mich klar, nee, stopp jetzt, wir müssen weitermachen, weil jetzt ist gerade die Magie da und ich spüre, dass alle loslegen und dass alle loslegen, wenn wir jetzt nicht loslegen, wenn wir jetzt nicht aufs Eis gehen, dann gehen wir nicht mehr aufs Eis. So, und das war so klar für mich, dass ich dann eben auch mit Wille gesprochen habe und gesagt habe, nee, wir müssen jemand anders finden. Das kriegen wir auch hin. Also alles gut. Und dann während der ganzen Dreharbeiten, die Schauspieler, die ausfielen, waren nicht angedreht. Das heißt, sie hatte, Kirstin im Hintergrund, hat einfach ganz viel telefoniert, mit der, auch mit der Alexandra wieder. Und ich habe wirklich einen wahnsinnig tollen Ersatz für diverse Rollen bekommen. Und das war auch hier immer, es war so ein Glück. So. Und dann eigentlich wusste ich schon so ab der Hälfte des Drehs, wusste ich, irgendwann wird es mich erwischen. Und irgendwie hatte ich schon im Gefühl, es wird die letzte Woche sein in dem Café. So. Und dann war es auch so, dass der Corona-Test, der dann positiv war, der kam quasi am Morgen, obwohl wir in der Nacht noch gedreht haben. Und der muss ja. Also ich stand eigentlich schon positiv da auch mit am Set. So. Aber wir haben zum Glück draußen gedreht. Wir haben draußen gedreht und ich war sowieso schon auf Abstand. Wir haben immer Maske getragen. Deswegen hat es keine Folgen gehabt. Und genau, dann am Ende, als ich dann über die Intercom, den ersten Tag haben wir über Telefon, dann bin ich quasi über das, dann konnte man über den, habe ich über dem Café gewohnt und das war halt super, weil dann konnte man mit einer Intercom, hatten wir dann besseren Kontakt und nach 2,5 Tagen wurde ich quasi freigetestet und konnte wieder ans Set und es war natürlich schön. Es war sehr schön. Ich war sehr froh, wieder zurück zu sein. Die Welt braucht mehr Romantiker, die ihren Träumen folgen. Die Liebe kann man nicht suchen. Sie findet einen von ganz allein. Du hast mir gezeigt, dass man seinen Träumen folgen muss. So einfach ist das.